Hallo auch von uns. Vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Wir freuen uns sehr, heute einen kleinen Einblick in Geschichte auf TikTok geben zu können. Die Tagung steht ja unter dem Schlagwort Interdisziplinarität. Deshalb haben wir gedacht, wir wollen ganz kurz was zu unserem disziplinären Hintergrund sagen. Wir kommen aus der Geschichtswissenschaft, also aus einer Disziplin, die vermutlich das Verschwimmen der Grenzen zwischen AmateurInnen und Profis noch nicht ganz so gut weggesteckt hat wie andere Disziplinen, da ein bisschen mehr hadert. Soziale Medien sind auf den ersten Blick vielleicht auch ein ungewöhnlicher Forschungsgegenstand für HistorikerInnen, weil wir ja normalerweise rückblickend auf historische Quellen gucken und historische Ereignisse analysieren. Unsere akademische Verortung ist aber die sogenannte Public History, die Habu-Knopf-Folgen-Zitat, die öffentlichen Repräsentationen von Vergangenheit außerhalb von Fachwissenschaft, Schule und Familie sowie die damit einhergehende Deutung zusammen mit ihren Akteuren, Medien, performativen Praktiken und materiellen Objekten daraufhin untersucht, was für wen, wie, mit welcher Bedeutung und zu welchem Zweck als Geschichte konstituiert und verhandelt wird. Das heißt, wir interessieren uns für ganz aktuelle Praktiken des Geschichtsmachens und in einem zweiten Schritt erweitert dann um eine didaktische Perspektive und vor allem die Fragen, wie eben Wissen im digitalen Raum kollaborativ hergestellt und verbreitet wird, wie mit den Produkten gerade auf TikTok umgegangen werden kann, aber auch wie Menschen befähigt werden können, diese selbst zu produzieren. Und damit meine ich dezidiert auch uns selbst, weil wir gerade auf TikTok sehen, dass uns eben nicht die Fachwissenschaft da die Inhalte präsentiert, sondern uns viele private NutzerInnen mit ihren Erzählungen sehr weit voraus sind. Damit aber erstmal zum eigentlichen Gegenstand Geschichte auf TikTok. Genau. In der Forschung ist mittlerweile unstrittig, dass sich das Partizipationsversprechen sozialer Medien, zum Beispiel aufgrund technischer, finanzieller oder juristischer Gründe, zumindest nicht vollständig erfüllt hat. Auch bisherige geschichtswissenschaftliche Untersuchungen zu allerdings vorwiegend textbasierten Social Media zeigen, dass diskursive Potenziale häufig nicht ausgeschöpft und auf den Plattformen vor allem etablierte Narrative und Erinnerungsdiskurse reproduziert werden, die eben oft noch an nationale Gatekeeper wie Institutionen oder auch Staaten gebunden sind. Die niedrigen Zugangs- und Produktionsschranken gerade audiovisueller Plattformen, wie eben TikTok eine ist, führen jedoch zu einer zunehmenden Pluralisierung vergangenheitsbezogener Inhalte, Medienpraktiken und AkteurInnen. Allein der Hashtag History wurde auf TikTok Stand gestern 78 Milliarden Mal aufgerufen, ohne mal seine ganz grobe Größe zur Einordnung zu nennen. Es gibt zwar auch in Bezug auf TikTok erste Untersuchungen, beispielsweise eine Fallstudie, bei der Topic Modeling auf die Captions von 5000 TikToks unter den Hashtags History TikTok, Hashtag History Memes und Hashtag History Lessons angewandt wurde, die darauf hindeuten, dass auch hier in den Videos häufig Themen aus nationalen Schulcurricula verhandelt werden. Das sind dann beispielsweise so der Zweite Weltkrieg, Imperialismus, Industrialisierung und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hat aber beispielsweise das Time Magazine 2019 schon darüber berichtet, wie Jugendliche TikTok nutzen, um gewissermaßen ihren eigenen Geschichtsunterricht zu erteilen und dabei teilweise auch ganz eigene Schwerpunkte zu setzen. Wir haben uns deshalb für uns als erste Hypothese zunächst festgehalten, dass in Bezug auf Geschichte auf TikTok durch die medialen Formate, Partizipations- und Reaktionsmöglichkeiten normative und kanonische Grenzen getestet, herausgefordert und hinterfragt werden. Das bietet Chancen, insbesondere eben für bisher marginalisierte Gruppen und Geschichten oder unterrepräsentierte Themen, führt aber gleichzeitig auch zu Herausforderungen in Form von Geschichtsrevisionismus, Fake News oder auch Hate Speech. Soweit also die erste Annäherung und unser erster Eindruck, wo dann also starten, wenn man untersuchen wird, wie vergangenheitsbezogene Diskurse sich auf der Plattform darstellen. Denn was wir jetzt schon gesehen haben anhand der Zahlen, der Content ist letztendlich sehr, sehr flüchtig. Die Datenmengen sind riesig, sind nicht erschließbar. Die rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen von TikTok-Forschung sind, wie schon zu zeigen sein wird, zudem unklar. Wir haben also zunächst, wie wahrscheinlich so viele, einen sehr subjektiven Zugang gewählt und haben uns etwa ein halbes Jahr lang durch eine teilnehmende Beobachtung die Plattform erschlossen, einen Überblick verschafft, Accounts abonniert, zu viel Zeit auf unseren For You-Pages verbracht. Und bereits hier hat sich insbesondere im Austausch mit den Bürgerwissenschaftlerinnen in dem Projekt, in dem wir arbeiten, gezeigt, dass die gemachten Erfahrungen sehr, sehr unterschiedlich sind und auch im starken Maße davon abhängig, wie häufig und wie oft TikTok benutzt wird. Außerdem lässt sich die Frage, wie denn Geschichte auf TikTok eigentlich aussieht,
wohl unbefriedigenderweise aber wahr damit beantworten, dass es letztendlich alles gibt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie kann man das vielleicht ein Stück weit systematisieren. Wir haben dann letztendlich einen explorativen Mixed-Methods-Ansatz verfolgt, der so ein bisschen digitale Ethnographie, Diskursanalyse und ein Stück weit auch Inhaltsanalyse miteinander verbunden hat und vor allem in Anlehnung an Andreas Schellewalds digitale Ethnographie eben auch wieder implizierte Zeit auf der Plattform zu verbringen und Beobachtungen festzuhalten. Wir haben uns im Gegensatz zu ihm aber nicht unsere For You-Pages angeschaut, weil die thematisch häufig nicht spezifisch genug sind, sondern haben mit einer nutzerseitigen Stichprobenziehung das Suchverhalten von NutzerInnen simuliert. Wir haben dabei nach thematisch passenden Accounts gesucht und entlang der Hashtags History, Colonialism, LGBTQ History, Native, TikTok und Black History. Diese themenspezifischen Hashtags haben wir aufgesucht, weil wir durch die Beobachtung wussten, dass sie starke Interessensgemeinschaften darstellen. Ergänzend haben wir auch mit dem Hashtag-Analyse-Tool von Bellingcat gearbeitet, das aktuell leider technisch nicht mehr zugänglich ist, weil TikTok seine technische Infrastruktur geändert hat und mit dem Scraper, auf dem das Tool aufbaut, aktuell nicht mehr gearbeitet werden kann. Und haben so ein bisschen geguckt in den Videos, wie denn begleitende Hashtags sind zu diesen Hashtags, also was man vielleicht auch für Rahmungen da findet oder eben Adjektive und Zuschreibungen zu Geschichten, wie der Titel dieses Vortrags zeigt. Also wir haben dann eben traurig, spannend, gruselig, also eher die etwas reißerischen oder emotionalen Beschreibungen. Auf Ebene Analyse waren wir weniger interessiert an den konkreten Inhalten oder Themen der Videos, sondern am Modus der Erzählung, also den Fragen, wie präsentieren die UserInnen Geschichte, was macht die Erzählung aus, wie werden sie in Kommentaren oder Stitches und Duetten diskursiv gerahmt und ausgehandelt. Uns ging es also dabei nicht darum, Geschichtsdarstellungen auf TikTok generell zu beschreiben, sondern schwerpunktmäßig nach narrativen und diskursiven Mustern der Darstellung zu fragen. Das haben wir gerade auch schon gehört, es ist vorläufige Forschung, insbesondere in Anbetracht der Veränderungsgeschwindigkeit von TikTok, insbesondere auch in Bezug auf Videolänge, mediale Trends und so weiter. Unsere vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass historisches Wissen auf TikTok, wahrscheinlich wenig überraschend, kollaborativ produziert wird. Dabei lassen sich 6 Kategorien bzw. Modi identifizieren. Wir wollen die jetzt im Folgenden nicht im Detail vorstellen, sondern vor allen Dingen jeweils Beispiele zeigen, um so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, weil, glaube ich, Geschichtscontent ein bisschen das ist, was nicht so automatisch bei jemandem auf der For You-Page landet. Die Erhebung fand hauptsächlich 2021 und 2022 statt. Es ist aber auffällig, dass sich auch aktuell noch häufig sehr alte Videos prominent in den Suchergebnissen finden lassen. Genau. Auf der ersten Ebene oder in der ersten Kategorie der Infragestellung etablierten AkteurInnen wie Bildungsinstitutionen und ihrer Curricula erfinden sich eine Vielzahl von Videos, die sich mit Untold Stories, Things You Didn't Learn in School, Dirty History Facts und so weiter beschäftigen. Diese sind häufig als Challenges angelegt, beispielsweise mit Algo First, bei den NutzerInnen weitere Themen hinzufügen und eine Art vernetzte Wissenssammlung entsteht. Das passiert teilweise auch in einem etwas dramatischeren Modus. The truth about history, and I'm talking about the history that they teach us in school, they lie to us. Most of the history that they teach us in school is not real. Some of it never happened. Some of it, they flip the entire story. And some of it is just used to brainwash you. It's nothing more than stories. History. His story. They show us the truth in subliminal messages. It's literally in the name. His story. It is based off of lies. First of all, let's talk about Christopher Columbus. Our schools talk... Genau, History with Teachers in School is a lie. Er mag mit den grundsätzlichen Lügen dabei nicht unbedingt recht haben, verweist aber natürlich auf den narrativen Modus von Geschichte und dass Geschichtsdarstellungen immer eine zeit- und perspektivgebundene Interpretation und Remedialisierung von Vergangenheit darstellt. Das gleiche thematische Beispiel zeigt aber auch den kollaborativen und experimentativen Modus. Happy Columbus Day, neighbor! Gross! I didn't know you like celebrating colonizers. Can you cut it out with all that woke nonsense? He literally committed genocide. You do have a point. I know. Christopher Columbus is known for discovering the Americas, but he rarely gets credit for the violent destruction and genocide of indigenous societies in the Americas. In other words, he was a colonizer. He murdered and enslaved thousands of people. He brought disease, sexual violence, and committed countless other atrocities. Genau. Kategorie 1 ist auch eng verbunden mit Kategorie 2, also den Themen jenseits der etablierten Kanons und Narrative.
Das erweiterte Themenspektrum gilt nicht nur für marginalisierte Gruppen, sondern auch ganz allgemein für Wissen, das weniger häufig angesprochen wird. Anschlusskommunikation findet, wie links zu sehen, in Form von Fragen und Stitches und Duetten statt. So fragt der User hier nach dem liebsten historischen Domino-Effekt. Es findet sich außerdem Mythbusting und Aufklärung, wie jetzt in dem rechten Video. What's a common misconception about history that drives you crazy? I'll go first. So a lot of people think that we only used to live to be like 30 years old. You see, childhood used to be really, really dangerous before we had medicine and vaccines and all that kind of stuff. But if you made it to like 15, your odds of living into your 60s or 70s at pretty much any point in history were pretty good. In Victorian England, if you lived past the age of 5, you had the same life expectancy we have today. Genau. Themen jenseits des Kanons kann aber auch die Verbreitung von Desinformation und Hate Speech bedeuten. Als Hate Speech verstehen wir in Anlehnung an Miriam Sponholz die kommunikativ-performative Herstellung menschlicher Minderwertigkeit auf Basis eines antizipierten Gruppenbezugs in einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit. Bereits 2019 zeigten Studien, dass auf TikTok enorme Mengen Hate Speech zirkulieren, die durch Features wie Trends oder die erfolgreiche Übernahme plattformtypischer Praktiken durch eben diese diskursversetzende AkteurInnen bei gleichzeitig ausbaufähigen Moderationsstrukturen begünstigt wird. Hate Speech kann indirekt erfolgen und ist nicht immer als solche eindeutig erkennbar. Und für uns wird es gerade dann interessant, wenn dabei zudem auch noch auf Vergangenheit referiert wird. Wir würden jetzt ein kleines Beispielvideo zeigen. Ich spreche hiermit somit eine kleine Triggerwarnung aus. Es werden Rassismen reproduziert. Also wer da, ne, kann gerne raus kurz. Ich sage sonst noch mal für den Stream, dann, dass wir dann mit dem Video durch sind. Obwohl der Hashtag Hitler also eigentlich auf TikTok verboten ist und auch gebannt ist, findet Adolf Hitler als historische Person trotzdem in Form beispielsweise seines Sounds statt. Auf der anderen Seite sind es insbesondere die plattformeigenen Diskursmöglichkeiten, die eine Adressierung dieser Inhalte, die Rekontextualisierung und auch Dekonstruktion ermöglichen, zum Beispiel im Zuge von Debunking auf audiovisueller Ebene oder eben auch Counter-Speech. So reagieren Nutzende kritisch auf eindeutig antisemitische Aussagen, die den Holocaust revidieren bzw. leugnen. Die partizipativen Möglichkeiten führen zudem zu einer Ausdifferenzierung der Erinnerungslandschaft. Zu den kanonischen Erinnerungsdiskursen mit ihren ritualisierten Erinnerungspraktiken treten Gegengedächtnisse mit teilweise eigenen alternativen Praktiken. Große Bekanntheit erlangte beispielsweise die kontrovers diskutierte sogenannte TikTok-Holocaust-Challenge, bei der NutzerInnen sich in die Rolle von Opfern des Holocausts versetzt und entsprechend verkleidet haben. Die vierte Kategorie funktioniert vorrangig über Erklärvideos. Diese können einen diskursiven Q&A-Charakter haben und dabei reagieren die CreatorInnen manchmal sehr reflektiert und verweisen auch auf ihre eigenen Meinungen und auch Uneindeutigkeiten. Alright, so do I think the prisoners survived the escape from Alcatraz? And I just went down a deep rabbit hole in this, YouTube videos, articles. You can make compelling arguments both ways, but for fun, I'm gonna say yes, all three survived. At least the two brothers, and probably Frankel. Here's my theory as to why. Apologies in advance, this is gonna go much longer than a one-part video. Teilweise wird auch wie rechts im Bild aktiv danach gefragt, worüber die UserInnen mehr lernen möchten. Genau. Die Education-Influencer agieren dabei nicht unbedingt alleine, sondern beziehen die UserInnen auch aktiv mit ein. Wissen wird geteilt, weitergegeben und auch gemeinsam hervorgebracht. Genau, die CreatorInnen gehen dabei mit gutem Beispiel und in diesem konkreten Fall auch mit einem Beispiel voran. Darüber hinaus finden sich auch Institutionen, die TikToks mediale Modi nutzen, um historische Entwicklungen kurz, aber prägnant zu präsentieren. Während sich die meisten Videos durch eine starke Gegenwärtigkeit auszeichnen, durch ein aktuelles Interesse an der NutzerInnen, Bezug zu oder Vergleich mit der aktuellen Realität, findet sich außerdem Nostalgie, die ein bisschen mit der TikTok-Ästhetik bricht. Wir haben ja bereits die Schwarz-Weiß-Aufnahmen und alten Filme von einem Feed gesehen. TikTok fungiert hier als Quellensammlung oder eine Art Social-Media-Fernsehen, das historisches Videomaterial zeigt.
Aber auch hier ist zu beobachten, dass die NutzerInnen einen Bezug zu ihrer Gegenwart herstellen. Das geschieht direkt im Video oder durch Reflexionen in den Kommentaren. Nostalgie spielt aber auch für Hate Speech eine Rolle, indem beispielsweise die koloniale Vergangenheit von ehemaligen Großmächten herbeifantasiert wird. Die Bedeutung für das Jetzt spielt also immer wieder eine Rolle, zum Beispiel in Form von humoristischen Analogien hier zur Corona-Pandemie. Insgesamt zeigen die Beispiele, dass TikTok als Ort der Aushandlung von Geschichte zwischen verschiedenen AkteurInnen fungiert. Durch die Nutzung der mimetischen Ästhetik von TikTok ermöglichen die CreatorInnen die kreative bis verzerrende Produktion von Erzählungen und die aktive Beteiligung vieler, was das Neuschreiben historischer Narrative ermöglicht und die Multiperspektivität und den konstruierten Charakter von Geschichte hervorbringt. Die Anpassung an die technischen Rahmenbedingungen und die algorithmische Infrastruktur ermöglicht eine größere Verbreitung von Wissen sowie nicht formale Lernprozesse und Beteiligung. TikTok zählt wie viele andere soziale Medien heutzutage vermutlich zu den NutzerInnen und reichweitenstärksten Aushandlungsorten geschichtsbezogener Diskurse. Es bleibt offene Aufgabe der Geschichtswissenschaft, die Vielfalt und Quantität geschichtsbezogener Inhalte im Hinblick auf ihre Erzählweisen, Diskursbeteiligung, Aushandlungsprozesse und Vermittlungspotenziale zu untersuchen. Auch der Rezeption der Inhalte muss unsere Bedeutung finden, das haben wir ja gerade auch schon im Vortrag davor angedeutet. Genau, deshalb abschließend noch ein paar Bemerkungen oder ein kurzer Ausblick, was TikTok für die historische Forschung unserer Meinung nach bedeutet. Für Historikerinnen war es zumindest theoretisch vermutlich noch nie so sichtbar und zugänglich, welche Vorstellungen Menschen von Geschichte haben oder wie Geschichte diskursiv ausgehandelt oder auch instrumentalisiert wird. Gleichzeitig zeigen aber Beispiele wie der Krieg gegen die Ukraine auch die Bedeutung von TikTok als Quellen für die Zeitgeschichte. Die Kopplung historischer Narrative an oft sehr große Datenstrukturen und globale Konzerne führt jedoch zu technischen, ethischen und rechtlichen Herausforderungen. Neben der Frage nach den notwendigen Kompetenzen von ForscherInnen für die notwendige Rapid Response Datenerhebung, Archivierung und Auswertung in Anbetracht flüchtiger Inhalte, die uns als eher analog und printnah ausgebildete HistorikerInnen zugegebenermaßen häufig zur Verzweiflung bringt, ist eine zentrale Frage, ob oder wie Geschichte als Big Data analysiert werden kann, wenn Plattformen wie Instagram oder TikTok nur eingeschränkte APIs zur Verfügung stellen, automatisierte Datenerhebung in den Terms grundsätzlich verbieten oder auf semi-legale Datenbeschaffungswege zurückgegriffen werden muss. Darüber hinaus muss auch die Verwendung und Reproduktion von persönlichen Social-Media-Daten bedacht und reflektiert werden. Wir haben ja gerade auch schon eine Anonymisierung gesehen im Vortrag davor. Fest steht nämlich, dass bei der Verwendung von Social-Media-Daten Grundprinzipien wie Informationspflicht und Freiwilligkeit der Untersuchungsteilnahme oft nicht erfüllt werden können. Auch eine Anonymisierung ist aufgrund der Rückwärtssuchbarkeit sozialer Medien, zum Beispiel über Kommentaren, häufig nur unvollständig möglich. Nicht nur in der Geschichtswissenschaft muss hier also noch eine umfassendere digitale Forschungsethik entwickelt werden. Denn Nutzerinnen teilen zwar potenziell öffentlich ihre Daten, willigen dadurch aber nicht automatisch bewusst in die Nutzung durch ForscherInnen ein. Es gibt teilweise deutliche disziplinäre Unterschiede in der Bewertung, inwiefern es sich bei Social-Media-Daten um öffentliche und damit erheb- und weiterverarbeitbare oder persönliche Daten handelt und welche Standards im Umgang mit diesen gelten müssen. Besondere Bedeutung erhält das im Umgang mit Minderjährigen, die auf den Plattformen eben nicht unbedingt eindeutig als solche identifizierbar sind, sowie marginalisierten Gruppen oder potenziell sensiblen Inhalten, zum Beispiel bei der Erforschung vergangenheitsbezogener Hate Speech. Denn in der Social-Media-Forschung gängige Praktiken, wie zum Beispiel die Ansprache und Bitte um Erlaubnis zur Veröffentlichung von Beiträgen, können in Bezug auf Hate Speech nur wenig umgesetzt werden. Zumindest wir möchten nicht mit einem Klarnamen zu dem als weiblich gelesene Personen potenziellen Neonazis schreiben.
Wir versuchen normalerweise ohne Zustimmung der Betroffenen auch gar keine Beispiele zu reproduzieren. Heute war da eine Ausnahme aus Grund der Illustration und der gemeinsamen Rezeptionserfahrung. Auch in der Forschung haben wir deshalb zunächst mit aggregierten Daten gearbeitet, also uns Videos, Feldnotizen und Beobachtungen notiert und Links gespeichert. Das führt aber natürlich dazu, dass regelmäßig unsere Untersuchungsgegenstände verschwinden. Also ich würde sagen, jetzt innerhalb von 2 Jahren ungefähr 50%, was wiederum für Publikationen sehr schwierig ist. Verdammt. Ein letzter Punkt habe ich noch. Auf Forschungsebene kann auch danach gefragt werden, wie Forschungsprozesse gegebenenfalls anders ablaufen können. Denn soziale Medien wie TikTok zeigen eben, dass Wissensproduktion hochgradig kollaborativ und partizipativ stattfindet. Das spiegelt sich mitunter jedoch nur sehr selten in der Forschung, die eben oft noch top-down auf ihre Untersuchungsobjekte guckt. Und neben Befragungen oder Zusammenarbeit mit ProduzentInnen kann hier auch Citizen Science ein Ansatz sein, der kollaborative Formen der Wissensproduktion nicht nur auf Ebene der Narrative, sondern auch in der Forschung selbst ermöglicht und damit vielleicht ein Stück weit der veränderten Produktion und Distribution von Wissen im digitalen Raum Rechnung trägt. Wir haben das gestern schon in der Keynote gehört mit der Bitte um Datenspende. Das wäre so eine ganz basale, einfache Möglichkeit, glaube ich, damit anzufangen und irgendwie zu partizipieren. Man kann das sicherlich aber auch noch viel breiter und umfangreicher denken, wo wir wieder bei dem Verschwimmen der Grenzen zwischen Professionellen und AmateurInnen sind und ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, was diese ganzen Kategorien im digitalen Zeitalter überhaupt noch bedeuten. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über Fragen, Erfahrungen und Anregungen. Herzlichen Dank.